Ja, Nachricht des Tages, habt ihr wahrscheinlich wieder gesehen. Facebook hat WhatsApp gekauft für 19 Milliarden Dollar oder sowas. Und ja, ich kann mir da ehrlich gesagt nur am Kopf fassen, weil ich meine, Facebook und WhatsApp sind beides riesen Datenkraken, aber technisch ist WhatsApp doch unter der Gürtellinie, also das ist selbst unter dem Niveau von Facebook. Aber das zeigt dann auch, diese 19 Milliarden Euro, die sind wahrscheinlich nicht dafür geflossen, dass WhatsApp so ein tolles System ist, sondern weil da sind eure Daten. Naja, meine Timeline geht jetzt da in zwei schöne Lager. Nämlich das eine Lager, was sagt, ja, ist ja nicht so schlimm. Und das andere Lager, nach dem Motto, ja, gehe ich halt zu Hangout, zu Dreamer und Co. Wieso? Ihr tauscht da ein System, was kaputt ist, gegen ein anderes. Keine Ahnung, sehr IQ damals konnte ich mehr als mit WhatsApp. Und gehen wir alle einmal durch, was ich nicht machen kann. Ich kann WhatsApp oder auch Dreamer zum Beispiel, um mal bei denen zu bleiben, nur auf dem Handy benutzen oder auf dem Tablet. Ist ein bisschen doof, weil ich bin meistens am PC und muss dann nicht jedes Mal hin und her wechseln. Andererseits, ich darf keine Alternativsoftware benutzen. WhatsApp ist sogar gerade hingegangen. Ich hatte mit ein paar Leuten an einer Alternativsoftware gearbeitet. Damit konnte man vom PC aus chatten. Und man konnte auch zum Beispiel automatisch Nachrichten versenden. Was ich halt gerne mache, wenn bei mir daheim irgendwo ein Defekt auftritt, möchte ich das wissen. Und naja, dann kommt die schöne DMCA-Meldung, also sozusagen Urheberrechtsmeldung. Ja, holt das doch bitte runter. Ja, so viel zum Thema, machen wir ein System besser. Aber auch an anderer Stelle große Probleme, weil WhatsApp verschlüsselt quasi gar nicht. Das letzte Mal, als ich drauf geguckt habe aufs Protokoll, war das im Prinzip komplett unverschlüsselt, selbst das Passwort ging so rüber. Und ja, von Ende zu Ende Verschlüsselung sind wir noch weit entfernt, also mitlesen kann ohnehin jeder. Und Protokoll auch. Also das Protokoll dahinter ist vollständig XMPP, also das wird auch für der freie Messenger benutzt. Und das Einzige, was sie gemacht haben, ist die Funktion rausgeholt, dass man mit anderen Leuten außerhalb von WhatsApp kommunizieren kann. Oder dass man halt eigene Clients nutzen kann. Und ich kann mir dann immer meinen Benutzernamen aussuchen. Das ist immer meine Telefonnummer. Ja, genau. Ich möchte jedem im Internet meine Telefonnummer geben, dass sie mit mir chatten können. Nun gut, also Kurzfassung, wieso nicht lieber einen vernünftigen Messenger suchen? Am besten irgendwas auf XMPP-Basis mit Verschlüsselung, wie zum Beispiel GPG. Gibt's bestimmt was und ja.